2 verlassen und zum Tagesordnungspunkt 3 der aktuellen Stunde Blickout Versorgungssicherheit in Dresden kommen. Dies ist Einreicher Fraktion Freie Wähler. Die haben ihr Rederecht abgetreten an Professor Dr. Dr. Wolf Bennert und ich darf ihn nach vorne bitten und wie jeder andere Redner hier. Sie haben 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, meine Damen und Herren, Sie haben ja vor einiger Zeit einen Ausfall der elektrischen Energieversorgung erlebt. Das war noch kein Blackout. Aber ich habe gerade gestern Gelegenheit gehabt, festzustellen, dass das Interesse an dem Begriff Blackout in der Stadt Dresden besonders hoch ist. Unser Stromnetz ist nicht nur ein Gewirr von Leitungen, zu ihm gehören auch die Energieerzeuger und mit denen zusammen ist es eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften überhaupt. Und von seiner Funktion sind wir alle auf Gedeih und Verderb inzwischen abhängig. Das hat schon 2011 die Kommission des Bundestages für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung festgestellt, in einer Studie, die über 200 Seiten umfasst. Und dort hat sie die Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls, und das ist ein Blackout, zusammengefasst in der Feststellung, dass damit alle kritischen Infrastrukturen betroffen wären und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft kaum zu verhindern wäre. Und dann sagen sie noch, trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzials ist ein diesbezügliches gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden. Und ich denke, diese Situation hat sich bis heute nicht grundlegend geändert. Risiko kann man sogar mathematisch fassen als ein Produkt, nämlich aus der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses. Zur Schadenshöhe haben wir eine ganz aktuelle qualitative Aussage von dem ja durchaus sachkundigen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Fokus hat am 26. September darüber berichtet. Und dieses Amt äußert sich, dass in Deutschland durch einen großflächigen, langfristigen Stromausfall eine Katastrophe eintritt, höher als jede andere Gefahr zu bewerten. Und die Schäden bewertet dieses Bundesamt auch höher als beispielsweise einer neuerlichen Pandemie oder von Regenfluten, wie sie im Hochsommer in Westdeutschland, wie sie Westdeutschland gerade heimsuchten. Es ist in diesem Artikel des Fokus auch noch die Größenordnung der Schäden benannt worden. Mehr als 2 Billionen. Die menschlichen Schäden, die damit verbunden wären, Tote, eventuell sogar in 6-stelliger Höhe, die kann man natürlich nicht quantifizieren. Es gibt nun eine ganze Reihe von Gefahren für unser Stromnetz. Das reicht von Solarstürmen bis zu eventuell mangelnder Sachkunde auch der verantwortlichen Politiker. Und ich möchte nur auf diejenigen hier mal kurz eingehen, die menschlich überhaupt zu beeinflussen sind. Und die nehmen leider in der letzten Zeit auch immer weiter zu. Da stand gerade die Energie, die zufällig in das Netz eingespeist wird. Und das ist außer der Solarenergie vor allem die Windenergie, deren Anteil an der Stromversorgung ja im Prinzip kontinuierlich zugenommen hat, wenn auch im letzten Jahr wieder ein Rückgang zu verzeichnen ist. Und dieser Wind hat
ein Nachteil, ist nicht regelbar. Und damit ist er auch nur sehr schwierig für den Aufbau eines Stromnetzes und dessen Betreiben überhaupt verwendbar. Beim Stromnetz, da können Sie Kapazitäten der Erzeugung haben in fast beliebiger Höhe. Deren Größe ist nicht hinreichend für den Betrieb des Stromnetzes. Sie müssen unbedingt in jedem Augenblick die Bedingung erfüllen, dass die gelieferte Energie absolut gleich ist der verbrauchten. Wenn es da Abweichungen gibt, dann ändert sich die Frequenz. Diese Abweichungen, die sind nur in sehr kleinem Umfang überhaupt tolerabel. Und wenn man die nicht im Millisekundenbereich schon bekämpft, dann kann es passieren, dass das Stromnetz bei Überschreiten der Grenzen 50,2 Hertz oder Unterschreiten 49,8 Hertz sich selbst abschaltet zum Eigenschutz. Dazu dienen zum Beispiel die Schwungmassen der großen Generatoren, die, sobald der Verbrauch ansteigt und nicht mehr der im Augenblick gelieferten Energiemenge entspricht, durch ihre Rotationsenergieabgabe diesen Professor Effekt Erhard, bitte sofort achten Sie auf die mildert. Redezeit. Entschuldigung? Die Redezeit bitte im Auge behalten, die ist schon drüber. Die ist schon drüber. So langsam. Dann sage ich nur eins, wir werden eine größere Stromlücke unabweichbar vor uns haben, sogenannte Brownouts. Und die Gefahr, die in diesen Brownouts liegt, besteht darin, dass das Netz dann am Rande seiner Stabilität betrieben wird. Und das macht einen Blackout wesentlich wahrscheinlicher, als er heute ist. Und dagegen sollten auch auf kommunaler Ebene jetzt schon Maßnahmen ergriffen werden. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Wennert. Wir gehen dann in die Fraktionsrunde rein und es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, drastisch steigende Preise für Strom, Gas und Benzin dürften für viele Menschen ein deutlich größeres Problem sein als ein einmaliger kurzer Stromausfall. Die Schwierigkeit besteht dabei weniger in einzelnen Preissteigerungen, aber wenn Mieten, Strom, Heizung und Kraftstoff nicht nur nahezu gleichzeitig, sondern auch kräftig steigen, dann summiert sich das schnell zu einem heftigen Betrag, der bei Menschen mit kleinerem oder durchschnittlichem Einkommen ordentlich ins Kontor schlägt. So mancher hat noch mit den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Da sorgen die steigenden Preise für erhebliche zusätzliche Verunsicherung. Viele Menschen fragen sich, was da auf sie zukommt. Nicht wenige treibt die Sorge um, ob sie überhaupt noch in der Lage sein werden, die nächste Rechnung für Strom und Heizung zu bezahlen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, beschreibt die dramatische Entwicklung so, Zitat: Wir sehen eine Explosion der Energiepreise, vor allem bei Gas. Klar ist, dass Energie nicht nur etwas für Reiche sein darf. Zitat Ende. Und die Direktorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, warnt, ohne Gegensteuern droht eine Nebenkostenexplosion. Meine Damen und Herren, es besteht ganz offensichtlich dringender Handlungsbedarf. Die Menschen dürfen mit diesen erheblichen finanziellen Belastungen nicht allein gelassen werden. Niemand in unserer Stadt und niemand in unserem Land soll im Dunkeln sitzen oder frieren müssen. Nun dürften die Kapriolen auf den internationalen Energiemärkten wohl kaum vom Dresdner Stadtrat aus zu bewältigen sein. Und deshalb ist hier zügiges Handeln
der Bundesregierung erforderlich. Und dass staatliche Maßnahmen möglich sind, zeigt ja Frankreich. Dort hat die Regierung eine Tarifbremse beschlossen. Die Gaspreise dürfen über die Wintermonate nicht mehr erhöht werden. Und außerdem hilft der Staat einkommensschwachen Haushalten mit Energieschecks. Aber die Preisexplosion führt nicht nur zu erheblichen Belastungen für die Privathaushalte. Kommunale Versorgungsunternehmen, Kommunen und große Teile der Wirtschaft haben ebenfalls erheblich mit den galoppierenden Kosten zu kämpfen. Thomas Pietsch, Geschäftsführer der städtischen Werke Magdeburg, sagt dazu das Folgende: Wir haben Wettbewerber, die nicht mehr lieferfähig sind. Und wir von der Linken sagen, das ist die neue Mangelwirtschaft in der spätkapitalistischen Phase des 21. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, Ressourcenverschwendung, Wachstumsideologie, ein globalisiertes und inhumanes Wirtschaftssystem sowie ungehemmte Zockerei führen inzwischen zu kaum noch beherrschbaren, von der großen Mehrheit der Menschen ungewollten Entwicklungen. Und deshalb ist es an der Zeit, eben diese Entwicklungen und deren Ursachen einmal grundlegend zu hinterfragen. Kann es denn auf Dauer gut gehen, immer mehr von etwas zu verbrauchen, das auf unserer Erde nur begrenzt vorhanden ist? Ist es nachhaltig, wenn Waschmaschinen, Fernseher, Smartphones so gebaut werden, dass sie nach wenigen Jahren ihren Geist aufgeben? Ist es klug, politisch immer wieder Front gegen Russland zu machen? Ist es vernünftig, es zuzulassen, dass mit Strom und Gas an der Börse gezockt wird, als wären das x-beliebige Handelsgüter? Die Antworten auf diese Fragen sollten, nein müssen, grundlegend andere sein als in den vergangenen Jahrzehnten. Vielen Dank. Als nächstes ist die SPD-Fraktion an der Reihe und sie hat ihr Rederecht zu mir mitgeteilt an Frau Dr. Gartner als Geschäftsführerin der Sachsen-Netze abgetreten. Bitte schön, Frau Dr. Gartner, auch für Sie 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dirk Hilbert, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der Stadt Dresden, sehr geehrte Gäste und werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Zunächst bedanke ich mich bei der SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat für die Einladung und die Überlassung des Rederechts. Heute führe ich aus als Geschäftsführerin der Sachsennetze, Tochtergesellschaft der Sachsen Energie und Netzbetreiber der Stadt Dresden, zu Ursache und Folgen des Stromausfalls am 13. September in Dresden und Umgebung. Spekulationen über mögliche Motive des fremdverursachten Störfalls kommentiere ich hingegen nicht. Wichtig ist mir an dieser Stelle, wir als Netzbetreiber sehen unsere Verantwortung vor allem darin, die Versorgungssicherheit und Stabilität der Stromnetze sowie den Versorgungsauftrag für unsere Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Wichtig erscheint mir außerdem, mit Blick auf den Antrag dieser Aktuellen Stunde, gleich eingangs zu unterscheiden zwischen Energieversorgung und Energieverteilung. Als Vertreterin der Sachsennetze stehe ich für Letzteres, nämlich die Verteilung des Stroms auf regionaler und lokaler Ebene. Die Anforderungen an die Erzeugung und deren Sicherstellung werde ich deshalb heute Nachmittag nicht behandeln. Ich werde Ihnen nun kurz den Ablauf der Störung erläutern und das Ereignis einordnen. Am 13. September kam es gegen 14 Uhr im Umspannwerk Dresden Süd zu einem Kurzschluss. Später ermittelte die Kriminalpolizei, dass ein von außen eingebrachter, größerer, metallbeschichteter Ballon, der möglicherweise noch mit einer Schnur versehen war, diesen Kurzschluss ausgelöst hat. Für Sie zum besseren Verständnis: Dieser Ballon hat den Abstand
zwischen zwei sogenannten Doppelsammelschienen überbrückt. Der Abstand zwischen diesen Schienen beträgt 2,25 Meter. Um, wie in diesem Fall geschehen, unter den vorliegenden Witterungsbedingungen einen Kurzschluss auszulösen, muss mindestens 1,80 Meter überbrückt werden. Dieser trotz unserer umfangreichen Sicherungsmaßnahmen weder vorhersehbare noch vermeidbare Fall ist also durch diesen metallummantelten Ballon aufgrund dessen erheblichen Umfangs eingetreten. Dieser Ballon war im Übrigen auch mit dem aufgedruckten expliziten Warnhinweis "nicht draußen und nicht in der Nähe elektrischer Leitungen verwenden" versehen. Auf den hierdurch erzeugten gleichzeitigen Ausfall mehrerer Betriebsmittel reagierte die Netzschutztechnik folgerichtig mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung des Umspannwerkes sowie weiterer Netzanlagen. Dies hatte einen Versorgungsausfall auch in weiteren Netzgebieten, einschließlich nachgelagerter Mittel- und Niederspannungsnetze zur Folge. Betroffen waren rund 300.000 Haushalte in Dresden und Umgebung im Netz der Sachsennetze. Die Wiederversorgung erfolgte standardmäßig durch ferngesteuerte, gestaffelte Schalthandlungen. Um 15 Uhr, also bereits eine Stunde später, waren 95% der Kunden wiederversorgt. Um 16 Uhr waren alle Kunden wieder am Netz. Ich fasse zusammen. Die Störung trat unvermittelt, nach den Umständen zudem fremd verursacht, während des normalen Netzbetriebes auf. Sie war für uns weder vorhersehbar noch vermeidbar. Der Netzwiederaufbau sowie der Umgang mit Störungen, also das Krisenmanagement, ist Bestandteil unserer Gefährdungsanalysen und wird regelmäßig mit unseren Mitarbeitern trainiert. Die Störungsbehebung erfolgte dementsprechend unverzüglich und mit maximalem Personaleinsatz, sodass die Wiederversorgung in kürzester Zeit möglich war. Ganz wichtig an dieser Stelle, auch wenn derartige Ereignisse extrem selten auftreten, lassen sich Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung leider nie vollkommen ausschließen. Eine hundertprozentige Sicherheit und einen flächendeckenden Schutz von technischen Anlagen dieser Größenordnung gibt es nicht. Diese Störung wird mittlerweile in der gesamten Branche intensiv diskutiert. Ein solcher, bis dato als höchst unwahrscheinlich eingestufter Fall, ist nicht etwa ein spezifisches Problem von Sachsennetze, sondern betrifft vielmehr die gesamte Branche, national wie international. Alle Anlagen der Sachsennetze sind auf dem aktuellen Stand der Technik, die dem weltweiten Standard entsprechen. Die komplette Anlage in Dresden Süd wurde 2010 neu errichtet. Zum Objektschutz wurden umfangreiche physische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt. Zur weiteren sogenannten Härtung der Anlagen, der Erhöhung der Anlagensicherheit, insbesondere gegen äußere Einflüsse, diskutieren wir gemeinsam mit externen Partnern Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Risiken der vorhandenen Anlagen. Denn selbstverständlich sind wir uns unserer Rolle und unserer Verantwortung als Betreiber einer systemkritischen Infrastruktur bewusst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Gartner. Als nächstes ist die FDP-Fraktion an der Reihe, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vorab eins, ich gehe mal davon aus, dass, so wie es gerade ausgeführt wurde, regelmäßig Risiko- und Gefährdungsanalysen durchgeführt werden. Wo kann man was wie besser absichern? Auf welche Szenarien müssen wir uns vorbereiten? Welche Störquellen kann es zukünftig geben? Und dass aus Sicherheitsgründen nicht alle Maßnahmen und Gefährdungsanalysen öffentlich dargestellt werden, ist, denke ich, selbstverständlich. Der Stromausfall, um den es hier heute geht, hat uns aber eins gezeigt. Völlig unabhängig von seiner Ursache. Er hat uns gezeigt, wie elementar die Versorgungssicherheit mit Strom für unsere Gesellschaft ist.
Es wurde sehr schnell deutlich, wie heftig die Folgen selbst eines kurzen Stromausfalls sein können. Da stehen Maschinenparks in Industrieunternehmen still, das gesamte städtische Straßenbahnverkehrsnetz liegt brach, Krankenhäuser werden mit Notstrom betrieben und können nur noch das Nötigste am Laufen halten. Die moderne Informationstechnologie liegt brach und damit auch viele Prozesse im alltäglichen, beruflichen und privaten Leben. Es stellt sich also die Aufgabe, aus vielerlei Gründen Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten, um einen echten Blackout zu vermeiden. Und mit dieser Aufgabe ergibt sich die Frage: Ist die krampfige Art und Weise der Debatte um 100% Ökostrom verantwortungsvoll? Und da sage ich nein. Denn solange wir keine 100%ige Grundlastfähigkeit und Versorgungssicherheit mit Ökostrom haben und gewährleisten können, ist diese Vorgabe fahrlässig, unverantwortlich und auch gefährlich. Die Mischung macht Sicherheit in der Energieversorgung aus heutiger Sicht nur mit einer vernünftigen Mischung verschiedener Energiequellen. Energiequellen, die vor allen Dingen erschwinglich bleiben. Wir haben es heute schon gehört, wir erleben jetzt gerade unter anderem auch durch das EEG und CO2-Bepreisung einen Hyperpreisanstieg. Das belastet Bürger, Industrie und unsere gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten. In China, einem Land, was zumindest auf der Propagandaschiene den Kohleausstieg feiert, erleben wir gerade, was Rationierung von Energie bedeutet. Wir erleben die Auswirkungen selbst bis zu unserer Industrie. Wir spüren heute, wie Lieferketten gestört sind, wie Rohmaterialproduktion im Kunststoff, im Metallbereich stillstehen und wie Menschen in Kurzarbeit gehen. Und ich verspreche und ich garantiere Ihnen, das wird in den nächsten Monaten noch schlimmer werden. Frankreich wurde erwähnt, Frankreich tut etwas. Ja, sie tun etwas, sie bauen Kernenergie aus. Denn dort hat man erkannt, dass Strom eben bedarfsorientiert zur Verfügung stehen muss und der Verbrauch sich eben nicht nach der Verfügbarkeit richtet. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir als Stadtrat an der Stelle tun können. Dieser Stadtrat hat vor kurzem eine sehr heftige Debatte geführt, in der es darum ging, die Vertreter Dresdens im Aufsichtsrat sollen auf zügige Erhöhung des Ökostromanteils im Mix der Sachsenenergie hinwirken und die Stadtverwaltung und Eigenbetriebe sollen 100% Ökostrom beziehen. Dieser Schaufensterantrag wurde abgelehnt und das ist auch gut so, denn weder bestehen derzeit Kapazitäten an erneuerbaren Energien oder Speicherfähigkeiten, um Versorgungslücken auszugleichen. Und vor allem bringt es nichts, wenn Dresden nur noch Ökostrom von der Sachsenenergie bezieht, die ihren Strommix aber nicht ändert, weil dann einfach keine anderen und die anderen Kunden dann demzufolge keinen Ökostrom mehr bekommen. Ich hoffe sehr, dass dieser Stromausfall unabhängig von der Ursache das Bewusstsein dafür geweckt hat, dass Versorgungssicherheit mit Energie Grundvoraussetzung ist und für alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft ist und dass Energiepolitik nicht am Freitag auf der Straße gemacht wird. Vielen Dank. Als nächster Redner für die Dissidentenfraktion Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Unbenommen, ein Blackout ist teuer, ein Blackout ist gefährlich und ein Blackout ist schlimm. Man bleibt im Fahrstuhl stecken, man kann Panik kriegen, die Ampeln fallen aus, das ist nicht gut und schlussendlich alles, was mit Computern betrieben wird, die Netzwerke, die Datenbanken, man muss sie nachher wieder finden, neu aufbauen, man muss sie wieder installieren, das ist alles nicht gut. Und damit das klar ist, man muss alles tun, damit ein Blackout verhindert wird. Allerdings hat dieser Blackout, den wir hatten, dieser Stromausfall am 13. September, relativ wenig mit der Aktuellen Stunde, die wir hier gerade veranstalten, zu tun. Denn dieser Blackout, der ist geschehen, weil, es wurde schon gesagt, weil die Verteilung des Stroms nicht geklappt hat, nicht die Erzeugung des Stroms. Nochmal, die Verteilung des Stroms hat nicht geklappt, nicht die Versorgung. Und Sie können jetzt 99 Atomkraftwerke um Dresden bauen und noch ein Kohlekraftwerk in die Mitte, direkt im großen Garten machen. Das hätte am 13. September keinen Unterschied gemacht, denn das Umspannwerk hatte ein Problem und nicht die Erzeugung.
Also so gesehen ist die ganze Aktuelle Stunde jetzt eigentlich völlig am Thema vorbei. Wenn alle aber schon am Thema vorbeireden, dann möchte ich die restliche Zeit auch über am Thema vorbeireden und möchte ich auch jetzt über die Energiepolitik der Zukunft reden, im Großen sowie das, was wir hier in Dresden machen müssen. Und ich möchte explizit nicht über Klimawandel reden. Ich möchte nicht über CO2-Budgets, Kipppunkte, all das, Rettung der Welt reden, weil ein Drittel, wir haben es in der ersten Rede gehört, ein Drittel dieses Stadtrats glaubt sowieso nicht an den Klimawandel. Ja, es ist völlig sinnlos. Und deswegen möchte ich einfach Argumente nehmen, die vielleicht bei Ihnen oder Ihren Wählerinnen und Wählern vielleicht Anklang machen. Halten Sie es für schlau. Für die nächsten Jahrzehnte Geld auszugeben, um aus dem Ausland Öl, Gas, Uranerz nach Deutschland zu exportieren. Halten Sie es für schlau, dass unser schöner deutscher Euro ausgegeben wird für so tolle Sachen wie Erdöl, ja, was wir dann hier verbrennen, oder für Gas, was wir hier verbrennen. Wäre es nicht viel schlauer, wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir hier erneuerbare Energien massivst fördern, den Ausbau fördern, dezentrale Netze, schlaue Netze machen, wenn wir hier Sachen erfinden, bauen, produzieren und in die Welt exportieren, wenn wir hier sozusagen die Innovation, ich bin Herr Maloney, ich bin komplett entsetzt. Ja, also Herr Lindner sagt die ganze Zeit, wir müssen was erfinden. Und dann, sobald wir jetzt hier irgendwie die Chance haben, wir brauchen einen Strommix von vor 20 Jahren. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen also massiv die erneuerbaren Energien ausbauen, weil dann haben wir die Wertschöpfung, auch so ein Wort, was vielleicht die FDP verstehen könnte, wenn sie wollte. Ja, dann bleibt nämlich die Wertschöpfung hier, die Arbeitsplätze sind dann auch hier. So. Ja, also FDP und Freie Wähler zerlegen sich gerade hier selbst. Leider kann man das im Stream nicht hören. So, also kommen wir dazu, was also der Stadtrat tun kann. Wir sind ja immerhin hier auch der Stadtrat, wir sind nicht das Europäische Parlament, wir sind auch nicht der Bundestag, wir sind hier der Stadtrat und wir müssen überlegen, was wir hier in der Stadt machen können. A, wir sollten aufhören, immer wieder bei Kleinigkeiten der Energiewende Steine in den Weg zu legen. Das ist mal ein Aufruf von alle. B, und das ist viel wichtiger, wir brauchen eine Dekarbonisierungsstrategie, einen Plan, ein Programm für unsere städtischen Unternehmen und insbesondere allen voran die Sachsenenergie, früher Drewag. Wir müssen also eine Dekarbonisierungsstrategie aufschreiben, entwickeln und am besten noch dieses Jahr sozusagen uns ans Werk machen. Und dann, das geht natürlich, das eine ist ja aufschreiben, ist ja vielleicht schnell gemacht, wir müssen es dann auch umsetzen. Das heißt, wir müssen investieren. Wir müssen investieren und wir müssen massiv investieren. Meine Damen und Herren, machen Sie sich nichts vor. Also es wird so in Größenordnung 300, 400, 500 Millionen Euro im Jahr gehen. So, aber das sind keine Kosten. Ich bin es leid zu hören, ich kann die Energiewende, die kostet so viel. Ja, Kosten ist, wenn Sie Geld ausgeben und das Geld ist weg. Und das, was Sie dafür ausgegeben haben, ist auch weg. Das sind Kosten. So, aber Investitionen sind Dinge, die Sie investieren. Da kriegen Sie ein Return on Investment. Ja, da kriegen Sie zurück, in dem Fall von Strom, PV und Wind, ich bin gleich fertig, Herr Hilbert, kriegen Sie zurück Strom, Wärme, Geld, Arbeitsplätze, die ganze Infrastruktur und Sie sind für die Zukunft gerüstet. Meine Damen und Herren, das ist ein Riesenthema. Ja? Wir müssen, ich sage es am Ende jetzt doch, diesen Erdball irgendwie retten. So, und deswegen müssen wir die Energiewende massivst nach vorne treiben. Dankeschön. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Stichwort Versorgungssicherheit hat sicher zwei Aspekte. Das eine ist die Frage, funktionieren die Netze? Und das andere ist natürlich, ich brauche kein Netz, wenn ich keine Energie habe, die durch die Netze transportiert werden kann. Also insofern gehört, denke ich, beides zueinander. Ich will nicht das wiederholen, was hier schon von meinen Vorrednern gesagt worden ist, aber eins ist natürlich auch klar. Das Netz muss stimmen und was wir
als Stadt machen können, ist natürlich Sorge dafür zu tragen, dass das Netz funktioniert. Wenn 300.000 Haushalte bei dem Störfall am 13. September ausgefallen sind, dann kann man, denke ich, zu Recht die Frage stellen, ob die Netzstruktur so ist, wie sie sein sollte. Denn die Netzfunktion, um das einfach nochmal bildlich zu veranschaulichen, hat ja den Vorteil, dass ich nicht sternförmig von einem bestimmten Punkt aus alle versorge, sondern dass die Versorgungspunkte von mehreren Seiten, im Idealfall von 4 Punkten aus versorgt werden. Wenn also einer ausfällt, ein Strang ausfällt, dann wird dieser Strang an den Endpunkten von anderen Punkten mitversorgt. Und das sollte eigentlich möglich sein, dass die Netzstruktur so oder die Maschen, wenn Sie so wollen, so eng sind, dass nicht bei einem solchen Störfall 300.000 Haushalte dann am Ende doch für mehrere Stunden oder fast 2 Stunden ausfallen. Das ist so etwa eine Ahnung davon, die wir bekommen haben. Und das hat, und ich sage Gott sei Dank, mal die Sensibilität der Infrastruktur, auf der wir alle unser Leben aufbauen. Und da kann ich jetzt ideologische Grabenkämpfe, wie Herr Dr. Schulte-Wissermann jetzt gerade eben machen, führen, wie auch immer. Das, was wir brauchen, ist ein stabiles Versorgungsnetz, und wir brauchen eine Vorsorge vor mögliche Störfälle. Und da bedauere ich ein bisschen, dass Herr Professor Dr. Bennert seinen Vortrag nicht komplett ausführen konnte, denn auch eines der wesentlichen Aspekte, die er angesprochen hat, das war nur auf einem Schaubild zu sehen, sind zum Beispiel Cyberangriffe. Also die Frage, nicht nur die Sicherheit, also die Härtung, wie Frau Dr. Kattner es gesagt hatte, der Netzanlagen, sondern auch die softwaremäßige Sicherheit von den Versorgungsanlagen. Und das betrifft ja nicht nur die Stromversorgungsanlagen, sondern es betrifft Wasser, das betrifft Gasanlagen, Tankstellen, was sie auch immer haben. Nichts von unserer kritischen Infrastruktur funktioniert ohne Strom. Und deswegen können wir, und das können wir auch als Stadt tun, uns überlegen, was an der kritischen Infrastruktur muss funktionieren, auch wenn ich einen Stromausfall habe. Was brauche ich an Batterieleistung, an Notstromaggregaten? Werden die ausreichend gewartet? Werden die geprüft? Werden solche Szenarien von der Stadtverwaltung ausreichend geübt, dass man die Strukturen einfach mal sich vor Augen führt? Was kann ich tun? Welche Mechanismen müssen greifen, wenn ich einen Stromausfall habe, der nicht nur kurzzeitig ist, sondern der über einen längeren Zeitraum, ich will jetzt nicht über einen lang andauernden reden, es reicht ja auch schon über 1-2 Tage, wenn ich einen solchen Stromausfall zu gewärtigen habe. Dann muss auch Verwaltung schnell funktionieren, dann müssen Strukturen vorhanden sein, die schnell eingenommen werden kann. Dann müssen Notstromaggregate, Tankstellen fallen aus und so weiter, es muss möglich sein, diese Notstromaggregate, wenn sie denn 72 Stunden laufen und funktionieren, die müssen nachbefüllt werden können. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, der sichergestellt werden muss, und das können wir als Stadt tun. Und um diese Aspekte näher zu beleuchten, haben wir einen Antrag eingebracht, der dann hoffentlich demnächst in den Geschäftsgang geht, bei dem wir diese gesamten Fragen, die ich eben angerissen habe, einfach näher auch beleuchten können. Und ich hoffe, wir kommen dann zu guten Ergebnissen, dass wir das, was wir als Kommune tun können, für einen solchen Stromausfall auch bestmöglich vorgesorgt haben. Ich will noch ein Wort verlieren, was den Strom angeht, was bisher nicht angesprochen worden ist. Wir haben ja in Südfrankreich ein internationales Programm, den ITER, wird der ein oder andere kennen. Da sind wir auf einem guten Weg. Das ist auch etwas, bei dem natürlich man sagen kann, wenn wir die Sonne, und das ist nichts anderes, wenn wir die Sonne auf die Erde holen, dann werden wir die Energie haben. Wann das funktioniert tatsächlich, das Plasma wird ja im Moment durch die Magneten, die dort eingebaut sind, gerade gehalten werden können. Das Problem an der Sache ist die Wärmeabfuhr. Aber auch da haben wir Punkte, die das, denke ich, in der Zukunft lösen können. Deswegen bin ich kommen da, sage ich. Noch zum Schluss. Ja. 26 Sekunden habe ich noch. Die sind rot.
dann mache ich da einfach einen Punkt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und lassen wir uns unseren Antrag, den wir eingebracht haben, beraten. Vielen Dank. Als nächstes kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Die haben ihr Rederecht zu mir mitgeteilt an Herrn Dr. Müller abgetreten. Bitte schön, auch Sie haben 5 Minuten Redezeit. Und sobald das Mikrofon gerichtet ist, dürfen Sie starten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister. Ich bin tatsächlich heute gebeten worden von der Stadtratsfraktion der Grünen, Sachargumente zum Thema erneuerbare Energien und Blackout beizusteuern. Das tue ich sehr gern. Ich bin seit 15 Jahren im Bereich Freiflächen- und Solarkraftwerksbau tätig. Seit 10 Jahren baue ich Batterie-Großspeicher. Wir haben mit unserem Team den ersten kommerziell betriebenen Primärregelleistungsspeicher ans Netz gebracht in Deutschland. Ich habe mit einigen internationalen Übertragungsnetzbetreibern die Präqualifikationsbedingungen für Batterien geschrieben. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen was beitragen kann und die Debatte wieder auf die Sachthemen zurücklenken kann. Fangen wir mit dem Faktcheck an. Erstens, ich habe aufgetragen, den sogenannten SAIDI-Index in Deutschland über die letzten 15 Jahre, das gibt an die mittlere Stromausfallzeit pro Jahr. Dies hat sich halbiert in den letzten 15 Jahren. Gleichzeitig ist der Anteil der erneuerbaren Erzeugung um Faktor 5 gestiegen, von 10% auf 50% in unserem Energiemix. Eine Erhöhung des erneuerbaren Anteils zu einer Erhöhung der Stromausfallzeit führt, ist sozusagen nicht gegeben. Das kann man konstatieren. Gleiches gilt, wenn man es im europäischen Kontext sich mal anschaut. Ich habe mal aufgetragen, alle europäischen Länder geordnet nach ihrem Anteil der erneuerbaren Energien im Energiemix. Und das sind die grünen Balken, gleichzeitig die schwarzen Balken ist der SAIDI-Index, also die Stromausfallzeit. Eine Korrelation kann wiederum nicht gegeben werden, nicht konstatiert werden. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, es hängt damit zusammen, dass das europäische Verbundnetz vieles abfedert und die erneuerbare Erzeugung quasi ausmittelt. Deshalb habe ich mal das Vereinigte Königreich aufgetragen oder gezeigt, rot eingekreist, steht genau neben Deutschland, hat also ähnlichen Stromausfallzeit, ähnlichen Anteil an erneuerbaren Energien, ist nicht am europäischen Verbundnetz angeschlossen, kann also dieser Argumentation nicht untergeordnet werden. Ich komme gleich mal darauf, warum das so spannend ist, warum die das geschafft haben. Erstmal wollen wir aber kurz was dazu sagen, welche Ausfallmechanismen gibt es eigentlich, welche sind relevant für unsere heutige Betrachtung, relevant sind die, welche in letzter Zeit zu Ausfällen geführt haben und was ist relevant oder wo haben erneuerbare Energien einen Anteil dran. Erstens, fehlende Netzträger ist tatsächlich was, wo man bei erneuerbaren Energien drüber diskutieren muss, das tun wir auf der nächsten Folie. Zweitens, Energiehandel ist tatsächlich was, was aufgrund des liberalisierten Marktes, der höheren Handelsfrequenz zu Problemen führt. Wir haben im Juni 2019 fast einen Kollaps gehabt hier in Deutschland, weil Leute bewusst fehlspekuliert haben. Die Leute sind zur Rechenschaft gezogen worden. Ich hoffe, das passiert nicht mehr. Wir haben Naturkatastrophen. Wir haben alle die Hochwasserkatastrophe jetzt im Juli gesehen. Dagegen war kein Kraut gewachsen. Trotzdem muss man sagen, dort haben Batterien zusammen mit Gaskraftwerken von den dortigen Netzbetreibern und Energieerzeugern dazu beigetragen, dass benachbarte Netze zumindest stabil blieben. Wir erinnern uns an das Blackout in Texas, wo Millionen Leute keinen Strom hatten. Das war darauf zurückzuführen, dass der Netzbereich sehr klein war. Das war halb so groß wie Deutschland. Der ERCOT-Bereich ist dort. Hat dazu geführt, dass die Energiebilanz nicht gedeckt werden konnte. Das wird inzwischen durch das N2E gut oder durch europäisches Verbundnetz gut abgefedert. Viertes Problem, Netzbetrieb, klassische Erzeugungsausfälle, hat die Frau Kartner gut dargestellt. Das war in die Kategorie gehört der Ausfall hier im UW Süd. Wir hatten das in London 2019, da stand eine Batterie von uns, die konnte es auch nicht verhindern, war einfach viel zu groß das Problem, waren 700 noch was Megawatt sind ausgefallen im Gaskraftwerk. Das sind klassische Erzeugerausfälle, die passieren, das schließe ich mich meiner Vorrednerin an, solche Sachen sind nicht absolut ausschließbar. Wir hatten das in Rumänien Anfang des Jahres, hat sich das N2E fast halbiert oder hat sich getrennt, hat sich die Synchronität verloren aufgrund eines Fehlers dort. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Ems 2006, als halb Europa schwarz war. Das passiert, hat aber nichts mit Erneuerbaren zu tun, um zum Thema zu kommen. Was hat was mit Erneuerbaren zu tun? Das ist tatsächlich Punkt 1, Netzträgheit. Erneuerbare Energien verfügen über keine rotierende Masse, weil wir alles mit Wechselrichtern einspeisen.
Das ist auch der Hauptkritikpunkt, der immer wieder gegen die Erneuerbaren ins Feld geführt wird. Und jetzt kommt im Endeffekt das, was ich heute sagen will. Wir waren die letzten 15 Jahre nicht untätig. Wir haben nicht geschlafen. Ich wiederhole nochmal. Wir haben nicht geschlafen. Wir haben 15 Jahre oder 10 Jahre lang jetzt gearbeitet, um die Möglichkeiten und die Lösungen zu finden, um diese Probleme zu konterkarieren. Wir haben in England, ich persönlich mit meinem Team, mit National Grid, dem dortigen Übertragungsnetzbetreiber, haben zwei große Forschungsprojekte laufen lassen, um das Problem der fehlenden Netzträgerheit zu beseitigen. Wir haben dort den Grid Code geändert, der ist inzwischen so, dass neue Lösungen implementiert werden können und diese Lösungen werden am Markt inzwischen dort eingekauft. Das heißt Enhanced Frequency Response oder DS3 in Irland, das sind sehr schnelle Frequenzregelleistungen und wir haben sogar, National Grid hat sogar virtuelle Trägheit ausgeschrieben. Das heißt, unsere erneuerbaren Kraftwerke verhalten sich so wie Turbinen, wie Synchrongeneratoren. Und das geht inzwischen. Und die Möglichkeiten der modernen Technologie wird dadurch ausgenutzt oder ermöglicht, die Netzstabilität auch im transienten Bereich aufrechtzuerhalten. Und dadurch, dass die Natur der erneuerbaren Erzeuger eine dezentrale ist, muss man sagen, dass die Prognose sehr positiv ist, denn diese Dezentralität wird dafür sorgen, dass die Netze resilienter werden und auch bei Ausfall von Kuppelstellen wie jetzt im UW Süd weiter zu operieren. Sprich, wenn in ein paar Jahren in Dresden mehr lokale Erzeugung vorhanden ist, hätte vielleicht auch so ein Störfall verhindert werden können, weil Verteilnetze autark weiterlaufen. Vielen Dank, bei Fragen immer gern. So, damit kommen wir zum Abschluss der Aktuellen Stunde und die AfD-Fraktion mit Herrn Lonne. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Zuschauer draußen am Fernsehen und hier im Saal. Die aktuelle Stunde, Blackout, Versorgungssicherheit ist eigentlich ein fehlgeleitetes Thema, denn eigentlich sind dort zwei Themen in einem benannt. Das eine Thema ist der 13.09.2021, an dem es in Dresden von beginnend einer halben Stunde bis zu einigen Stunden zu einem Stromausfall kam. Die Gründe sind in den Gremien ausgearbeitet worden. Polizei, Feuerwehr, unsere städtischen Versorgungsunternehmen haben einen guten Job gemacht. Wir gebühren ihnen Dank auszusprechen. Nach bisheriger Sachlage handelt es sich hier um fast unglaubliches Zusammenkommen unglücklicher Umstände. Und ich möchte in den Darstellungen der Verantwortlichen keine Zweifel aufkommen lassen. Der zweite Teil der Aktuellen Stunde, Versorgungssicherheit in Dresden, ist ein separates Thema. Und dies lässt sich meines Erachtens auf kommunaler Ebene fast nicht beeinflussen, sodass eigentlich an dieser Stelle die Debatte an diesem Ort zu Ende wäre. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen, einige Worte hier auszuführen. Die Beschaffungskosten für Gas, Strom und so weiter haben sich verdreifacht oder vervierfacht oder noch mehr erhöht. Es ist zu befürchten, dass in kurzer Zeit die Preise auf den Endkunden und Gewerbebetrieben brutal auswirken können. Für den Endkunden kann dies heißen unbezahlbare Heizkosten und für die Wirtschaft kann dies die Wettbewerbsunfähigkeit bedeuten, mit der Folge von Arbeitslosigkeit für die Bevölkerung. Nach aktueller Lage sollen sich die Heizkosten und die Strompreise für die Endkunden um ca. 25% gegenüber der alten Heizrechnung erhöhen. Die Gründe für die gewaltige Preissteigerung wird für den ungewöhnlich kalten Winter in den unterschiedlichen Regionen der Welt gesehen. Dies hat dazu geführt, dass die Lagerbestände relativ niedrig sind, in der EU um 71%, in Deutschland gibt es nur 64%. Die sozialistische Vizepräsidentin Europaparlament Katharina Barley erklärt in der Bild-Zeitung, einfach weniger heizen, das spart Kosten. Ich möchte gerne vielleicht verbraucherfreundlichere Vorschläge bringen. Erstens, die Energiesteuer muss runter. Die angeblich zum Sparen anregenden Steuer von 30%, etwa den Gesamtpreis ausmacht, in manchen Bereichen 40%. Diese erzieherische Maßnahme ist bei solchen Preissteigerungen nicht mehr notwendig. Also schnell runter damit. Zweitens, der Ruf nach Verlängerung des Atomausstieges muss unbedingt Folge geleistet werden.
Auch der drohende Abschaltung der Kraftwerke in den nächsten 2 Monaten führt zu einer weiteren Energieengpässen und befeuert weitere Preisanstiege. Ich bin persönlich, habe ich das westdeutsche Traumata von Tschernobyl bezüglich der Kernkraftwerke überwunden und sehe in dieser Energieform nach modernsten Erkenntnissen offen gegenüber. Die damals nicht gelöste Müllversorgung von Strahlmaterial hat sich erheblich zugunsten dieser Energieform verbessert. Ausschließlich Windkrafträder, Solarerdwärme, also der Verzicht auf fossile Energieform und Verzicht auf Atomenergie, halte ich für zumindest jetzt erkennbar nicht durchführbar. Es ist eine vorgegaukelte Sicherheit und kernenergielosen Strom den Leuten anzubieten, wenn in Spitzenzeiten zukünftig Kernenergie, also dann, wenn der Strom hier fehlt, von benachbarten Kernenergien aus Frankreich, Polen, Tschechoslowakei oder Rumänien kommt. Ich hatte damals meine Schwierigkeiten zu verstehen, wieso kommunistischer Strom aus Kosloduj aus Rumänien nicht von Aktivisten angeprangert worden ist und der deutsche Atomkraftstrom der Untergang des Abendlandes gebracht hat. Die teilweise bekämpfte Gasanbindung an Russland und damit weitere Abhängigkeiten an die restlichen Energielieferanten ist ebenfalls ein falsches Zeichen. Die Energieturbulenzen haben insbesondere in den Schwellenländern zu katastrophalen Folgen für die Wirtschaft gesorgt. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen und müssen Strom- und Energieversorgung höchsten Prioritäten einräumen. Das ist aber ein bundespolitisches Thema, auf dem wir kommunal nicht viel beitragen können. Wir können mit unseren bescheidenen Mitteln nur Endverbrauchern und der Gewerben zur Seite stehen. Die Energiekrise offenbart demnach eine dreifache Abhängigkeit Deutschlands zu äußeren Einflüssen. Erstens Naturelementen Wasser, Wind und Sonnenenergie. Zweitens der Import von Russland und drittens die außereuropäischen Hunger nach Energie, namentlich der chinesischen Verbrauch. Es sind Faktoren, die teilweise eng miteinander verknüpft sind. Insbesondere hat die EU durch ihre Sanktionspolitik gegen Russland diese in die Arme von China getrieben. Die eingeleitete Energiewende in dieser Art und Weise, auch durch die CDU betrieben, kann jetzt zum Fiasko werden. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm wird. Herzlichen Dank. So, und zum Abschluss mit der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Herr Kollege Erster Bürgermeister Siddle. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte gerne zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung zum Thema sprechen, Versorgungssicherheit in Dresden. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, den Staat, die Stadt, die Betreiber kritischer Infrastruktur, Unternehmen, Betriebe, aber insbesondere auch private Haushalte. Wir haben heute einige sehr fachliche Impulse gehört. Es ist hier relativ klar, dass wir aus Sicht der Landeshauptstadt Dresden zu dem Gesamtkomplex, wie in Deutschland Strom erzeugt wird, nur einen geringeren Beitrag leisten können, dass wir im Hinblick auf die lokale Verteilung des Stroms einen gewissen Beitrag leisten können, über die Verteilung innerhalb des europäischen Verbundnetzes natürlich wiederum kaum Einfluss haben. Insofern gilt der erste Obersatz, dass es darum geht, die Eintrittswahrscheinlichkeit von Stromausfällen zu minimieren, vorrangig Aufgabe von Energiepolitik und Energiewirtschaft als solches ist. Wir werden mit unserem Unternehmen, mit Sachsen Energie, mit der Netzgesellschaft sowohl den Erzeugungsanteil, den wir hier in Dresden leisten, als auch die Verteilung natürlich bespielen können. Unabhängig davon, dass wahrscheinlich nach klassischer Definition des Ereignisses vom 13. September noch kein Blackout war, sondern ein längerer Stromausfall, der auch eine gewisse Großflächigkeit hatte, spielt es gar nicht so sehr die Ursache jetzt zu ermitteln, warum es dazu gekommen ist, das werden wir in Ruhe machen, sondern wir sollten es als Denkanstoß nehmen. Ein Denkanstoß, der an einer Sicht etwas überfällig war, weil wir einige Gedanken, die es vor Jahren gab, nicht mehr so präsent waren. Ende der 90er Jahre gab es im Konzern Stadt ein großes Projekt, das sich mit dem Y2K-Problem, mit dem Jahr 2000-Problem beschäftigt hat. Das war damals die Computerumstellung, wo man die Datumsprogrammierung klassischerweise auf die beiden Endziffern vollzogen hat.
und dann nichts so dran gedacht hatte, als man Computer erfunden hat, dass nach 99 dann 00 kommt. Und da war weltweit die große Frage, wie geht man damit um? In der Stadt Dresden gab es ein großes Projekt vom damaligen Bürgermeister für allgemeine Verwaltung, Herrn Müller, geleitet. Und die DREWAG war ein wesentlicher Projektpartner damals. Und man ist damals zu der Erkenntnis gekommen, dass es zwar jede Menge andere Probleme gibt, dass das zentrale Problem aber entstehen wird, wenn es keinen Strom gibt. Also bereits vor über 20 Jahren war klar, dass die gesamte Abhängigkeit der Stadt, nicht nur der Verwaltung, sondern aller Menschen und insbesondere auch der Wirtschaft, vor allen Dingen was mit der Verfügbarkeit von Strom zu tun hat. Und genau dieses Bewusstsein ist durch dieses Ereignis jetzt geschärft worden. Insofern zeigt uns dieses Ereignis, wo schon ausreichende Vorkehrungen getroffen worden sind und wo diese Vorkehrungen eben noch nicht getroffen worden sind. Hier gilt es also auch, Einsatzroutinen weiter zu schärfen. Einsatzroutinen, die es natürlich im städtischen Bereich auch gibt, die Austausche innerhalb der städtischen Unternehmen und insbesondere eben mit der DREWAG traditionell, jetzt der Sachsenenergie und der Netzgesellschaft laufen ja, aber auch mit den anderen Unternehmen gibt es seit einigen Jahren einen sehr intensiven Kontakt. Wir haben vor rund 4 Jahren auch eine größere Übung an der Bundeskatastrophenschutzschule mit allen beteiligten Partnern zu dem Thema vollzogen. Und es gibt einen Einsatz- und Alarmplan, großflächiger Stromausfall, wo wir feststellen, einige der Maßnahmen, die drinstehen, haben jetzt einen Praxistest bekommen. Man stellt aber insbesondere fest, dass eben viele Bürger und auch einige Unternehmen einen Praxistest bekommen haben. Es ist eben schon das Thema angesprochen worden, naja, wenn der Strom weg ist, geht der Fahrstuhl nicht. Die normale Einsatzroutine, wenn man als einzelner Mensch in einem Fahrstuhl stehen bleibt, ist den Notrufknopf getroffen, ob der normale Aufzugswartungsdienst kommt. Und wenn man zweitens noch das Glück hat, ein Handy zu haben, das funktioniert, ruft man die Feuerwehr an. Ist grundsätzlich immer ein guter Gedanke, weil auf die Dresdner Feuerwehr ist Verlass. Wenn aber an 50 Stellen gleichzeitig aus Dresden die Feuerwehr angerufen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dorthin kommt, deutlich geringer, als wenn es nur einmal ist. Und gerade wenn wirklich was Ernsthaftes los ist mit Leib- und Lebensgefährdung, kann man eben länger drin stehen. Heißt also, Merkposten für die Eigenvorsorge, wer Fahrstühle betreibt, muss selber ein Konzept haben, wie er sich darum kümmern kann. Genauso ist das im medizinischen Bereich. Krankenhäuser sind per Gesetz zur Vorhaltung von Notstromanlagen verpflichtet, die auch funktionieren sollen. Gibt aber jede Menge im pflegerischen Bereich, wo heutzutage sehr viel häuslich gepflegt wird und wo Menschen zu Hause an elektrisch betriebenen Geräten sind und wo die Frage ist, reicht es einfach aus, eine Servicenummer eines Wartungsdienstes zu haben, den ich anrufe? Weil wenn ich nämlich nicht telefonieren kann, beziehungsweise 100 Leute gleichzeitig anrufen. Insofern sind das Merkposten, die mit Einsatzroutinen zu tun haben. Geht bei so profanen Dingen los, dass wir uns in der Verwaltung einen Gedanken machen, in einer digitalisierten Verwaltung, wie beschäftigen wir unsere Mitarbeiter, wenn kein Strom da ist? Je länger er da ist, desto sinnvoller ist es, dass sie was anderes machen. Das hat aber auch damit zu tun, welche Aufgaben müssen zwingend weiter fortgeführt werden. Für Unternehmen wird es eine zentrale Frage stellen, welche Sicherungen können sie selber machen und welche vertraglichen Vereinbarungen können sie mit ihrem Energieversorger machen und welche Backup-Lösungen gibt es dort? Ein ganz zentraler Punkt, der wird immer deutlich, egal was ich an Vorsorge betreibe, jeder einzelne Bürger sollte immer diesen Gedanken auch der Eigenvorsorge im Blick haben. Wir haben in Dresden eine recht gute Erfahrung oder auch leidvolle Erfahrung beim Thema mit Hochwassern und ich glaube unter Federführung des Geschäftsbereichs Umwelt und Kommunalwirtschaft ist relativ viel auf dem Thema vorbeugender Hochwasserschutz gemacht. Trotzdem wird es immer Komponenten geben, wo der Katastrophenschutz operativ eben eingreifen muss. Und das Ziel ist, insofern übertragen für den Strom, die Maßnahmen, wo man mit Katastrophenschutzmitteln operativ eingreifen muss, so gering wie möglich zu halten. Wenn also jeder weiß, wenn der Strom längere Zeit weg ist, wie er sich verhält, kann man schlimme Dinge vermeiden. Zum Beispiel, dass es durchaus gefährlich sein kann, in bestimmten Situationen, wenn Wasser und Strom zusammenkommen, in einen Keller zu gehen, dass es sinnvoll ist, Trinkwasser zu Hause zu haben und dass es vor allen Dingen auch darum geht, Informationen auch weiter
zu tragen. Wir werden einerseits den Erfahrungsaustausch, den wir langjährig mit der Netzgesellschaft und anderen Partnern machen, natürlich fortführen. Wir werden aber dieses Thema der Eigenvorsorge und der Beleuchtung, wo sind die Auswirkungen besonders schwerwiegend? Und dort, wo die Auswirkungen besonders schwerwiegend sind, muss man eben sagen, dass man insbesondere hier zielgerichtet noch nachsteuert. Ich kann noch nicht genau sagen, zu welchem Zeitpunkt wir das Thema in die Gremien auch einspielen werden. Es ist auch angekündigt worden, Anträge dazu auch im Geschäftsgang. Es wird aber ein längerwieriger Prozess sein und ich würde herzlich dazu ermuntern, immer wieder auch die Frage zu stellen, was kann ich selber für einen Beitrag dazu auch leisten. Ich gebe zu, wir haben ein paar Themen und damit komme ich auch zum Ende, die bisher Gesetz galten, die man hinterfragen muss. Es gab grundsätzlich die Aussage, dass bei einem Stromausfall die Mobilfunkinfrastruktur noch längere Zeit gepuffert funktioniert. Wir haben eine ganze Reihe Meldungen aus dem Stadtgebiet, dass in einigen Bereichen man quasi längere Zeit oder die ganze Zeit störungsfrei mobil kommunizieren konnte. In anderen Bereichen ging es sofort nicht mehr. Das heißt also, dort, wo jemand sofort nicht mehr kommunizieren kann, ist ein wesentlich größeres Informationsbedürfnis, ihm zu sagen, was ist eigentlich in der Fall, wie geht man damit um. Ich lade Sie also sehr herzlich ein, in diesen Prozess mit einzusteigen. Und ich würde zweckmäßigerweise im Fachausschuss Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit über den einen oder anderen Fortschritt informieren an der Stelle. Schließe aber mit dem Punkt, dass der zentrale Gesichtspunkt hier der Eigenvorsorge ist, weil bei allen anderen Notwendigkeiten, die Sicherung von Leib und Leben, ist gerade unter der stromabhängigen Gesellschaft besonders gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit ist der Tagesordnungspunkt 3 aktuelle Stunde.